Hallo und willkommen zum Funke Podcast. Wir sind Marxistinnen und Marxisten, die weltweit in über 30 Ländern als Teil der International Marxist Tendency, der IMT, aktiv sind. Wenn du Fragen hast oder selbst aktiv werden möchtest, melde dich unter www.derfunke.at. Ja, am 29. sind Nationalratswahlen in Österreich und heuer sind insgesamt extrem viele Wahlen, oder? Also waren schon die EU-Wahlen, in ganz Europa sind die Wahlen in den USA, die Wahlen in Frankreich, die sehr wichtig waren, wozu wir Themen in der aktuellen Zeitung einen Schwerpunkt haben. Und daneben gibt es dann auch noch Landtagswahlen in Steiermark, in Niederösterreich und so weiter. Und gleichzeitig haben wir beschlossen, dass wir heuer noch die RKP verkünden werden, die Revolutionär-Kommunistische Partei, nämlich Anfang November. Und ich glaube, da gibt es aus diesem Gesamtkomplex gibt's eine Reihe von Fragen. Und diese Diskussion heute dient auch dazu, quasi um die kommende Zeitung und die Feinen zu tunen. Das heißt, ich bin genauso interessiert an dem, was ihr zu sagen habt, wie hoffentlich umgekehrt. Und vorneweg ein paar Fragen, die ich im Vorfeld irgendwie gehört habe, quasi die uns irgendwie beschäftigen. Wie ist das überhaupt mit Wahlantritt? Warum tritt man zu Wahlen an oder nicht? Unsere britischen Genossen sind zum Beispiel angetreten in einem Wahlbezirk in London. Ihr habt sicher auch schon gelesen, wir haben das diskutiert, aufgerufen, die KPÖ zu wählen, die Kommunistische Partei Österreichs, bei den Europawahlen. Und wir werden das Gleiche auch bei den Nationalratswahlen tun, am 29.09. Und auch hier gibt es irgendwie viele Überlegungen, wieso, dass wir das machen. Tun wir das, um sie abzutesten, damit sie ins Parlament kommen und damit die Massen sehen, was die KPÖ für eine Politik macht? Oder tun wir das, weil die KPÖ das progressivste Angebot ist? Oder geht es uns darum, das Parlament nach links zu drücken? Oder was auch immer. Einige Genossen stellen sich auch die Frage, warum wir nicht selbst bei diesen Nationalratswahlen antreten? Und so weiter und so fort. Und ich bin mir sicher, ihr habt ja zusätzliche Takes zu dieser Frage, die Parlament, Wahlen und die Kommunisten. Und das Ziel dieser Debatte ist eben, das ein bisschen auszutarieren. Der Funke gibt es jetzt seit 30 Jahren, mehr als 30 Jahren. Und für uns waren eigentlich die Wahlen immer recht einfach, weil wir waren in diesen 30 Jahren eine Strömung in der Sozialdemokratie. Und zwar aus dem einfachen Verständnis irgendwie heraus, dass die Sozialdemokratie die größte und in Wirklichkeit über Jahrzehnte die einzig spürbare, politisch spürbare Arbeiterpartei war in Österreich. Und wir sind an Wahlen immer so herangetreten, ein Wahlergebnis, eine Nationalratswahl, ist so als wie ein Ausdruck eines Kräfteverhältnisses in der Gesellschaft. Also wie viele Stimmen kriegen Arbeiterparteien, wie viele Stimmen kriegen die bürgerliche Partei, kleinbürgerliche Parteien etc. Und auf dieser Grund, das war dann irgendwie ein Indikator für die politische Situation in Österreich, ein zentraler. Und oft haben wir so argumentiert, je mehr Stimmen die KPÖ kriegt, die SPÖ kriegt, desto schwieriger ist irgendwie Sozialabbau. Je mehr Stimmen sie kriegt, desto schwieriger ist Sozialabbau, je weniger, desto offener ist irgendwie die Situation. Renate, verstehst du mein Deutsch? Verstehst du mein Deutsch? Ja, ich verstehe dich am Asien. Wenn du Schwierigkeiten hast, dann sag einfach Stopp oder wiederhole. Also ich versuche deutlich zu reden. Genau. Und wenn man die Zeitung in den letzten Jahren durchschaut, haben wir immer versucht, Differenzierungspunkte innerhalb der Sozialdemokratie zu finden, auch innerhalb der Parlamentsfraktion. Zum Beispiel 2006, 2007 war es so, dass die Partei ziemlich nach rechts gerückt ist und wir und keine Gewerkschafter mehr im Parlament wollten. Wir haben dezidiert aufgerufen, dass man Gewerkschafter auf der SPÖ-Liste wählen soll. Und in den letzten Jahren war es so,
dass es einzelne so Linksblinke gegeben hat. Das war einerseits kurz die Daniela Holzinger, die sogar zwei, drei Ausgaben, eine Nationalratsabgeordnete, in zwei, drei Ausgaben eine Kolumne im Funke gehabt hat, die nicht dezidiert unsere Meinung war. Aber wir wollten halt diese Differenzierung vorantreiben, weil diesen Reformismus irgendwie quasi aktiv Spaltungslinien suchen, um ihn aktiv irgendwie zu überwinden. Ein wichtiger Ansatzpunkt war hier nach Ibiza, das war vor 5 Jahren, ja, das waren die letzten Wahlen, oder? Ja, nach Ibiza, wo die Julia Herr seine Massendemonstration angeführt hat, wo dann diese Expertenregierung war, nur Julia Herr ein sehr linkes Image gehabt hat, wo wir dezidiert gesagt haben, diese linke Kandidatin unterstützen. Und wir haben das nicht nur bei den Wahlen, sondern wir haben auch ein Programm, ein Aktionsprogramm für sie geschrieben und dafür gekämpft in der sozialistischen Jugend, dass das wirklich eine klassenkämpferische Kandidatur wird. Aber in Wirklichkeit ist das immer ein bisschen abstrakter geworden, weil die Sozialdemokratie immer verfaulter geworden ist. Im letzten Jahr hat es ausgeschaut, dass es noch quasi so ein Aufbäumen gibt mit der sogenannten Babler-Bewegung, aber wir haben das analysiert. Andreas Babler hat sofort einen Kompromiss geschlossen, letzten Juni, mit der SPÖ Wien, mit den Top-Gewerkschaftsbürokraten und so weiter. Und heute steht die Sozialdemokratie für gar keinen eigenständigen Inhalt der Arbeiterklasse, sondern sie steht einfach nur bereit, dafür eine nächste Regierung irgendwie zu bilden. Sie will unbedingt in die Regierung, und zwar in den Linien des westlichen Imperialismus, pro Krieg in der Ukraine, pro NATO. Sie akzeptiert irgendwie den Sozialabbau. Und sie macht natürlich wie alle anderen Parteien diese extreme rassistische Welle mit, weil das war ein zentrales Thema, quasi die Migrationspolitik und hier die völlige Kapitulation. Das heißt, es würde so und so einfach, es gibt keinen positiven Ansatzpunkt für Kommunisten in einer Unterstützung von Sozialdemokraten. Sie stehen einfach hier bereit dafür, eine nächste pro-westliche Regierung zu machen. Und was uns auch bewusst sein muss, ganz egal wie diese Wahlen ausgeht, alle Wirtschaftsforscher und so schreiben schon und alle Zeitungen schreiben schon, es wird eine Regierung der sozialen Angriffe sein. Das Staatsbudget ist zu hoch, die Wirtschaftskrise ist in Österreich am tiefsten europaweit, es muss ja auch die soziale Angriffe geben. Gerade heute steht in der Zeitung, sofort nach den Wahlen, heuer noch ein wirksames Sparpaket von 2 Milliarden und zwar 2 Milliarden einsparen jedes Jahr. Und das steht schon völlig fest, bevor diese Wahlen stattgefunden haben oder egal, wie sie ausgehen. Das wird das Programm der kommenden Regierung sein. Eine Pro-Kriegs-Regierung mit rassistischer Politik und Sozialabbau. Und die Sozialdemokratie sind völlig bereit, das irgendwie zu tun. So, okay. Aber vielleicht ist das interessant für uns grundsätzlich an die Frage von Demokratie und Parlament heranzugehen und nicht nur in der aktuellen Konjunktur. Was ist überhaupt das Wesen der Demokratie? Es wird so viel über Demokratie geredet zurzeit, oder? Sie haben sogar heuer versucht, diese Pro-Demokratie-Bewegung anzuleiern. Wenn man das im Februar oder so, oder? Aber was ist das überhaupt, Demokratie? Und in Wirklichkeit ist es gar nicht so einfach, die Bedeutung dieses Wortes irgendwie zu klären, weil es werden verschiedenste Sachen oder eine Summe von Erscheinungen damit verbunden. So als gesellschaftliche Organisationsform kann man sagen, ist sie im Allgemeinen dadurch charakterisiert oder am zentralsten dadurch charakterisiert, dass es ein allgemeines Wahlrecht für die Staatsbürger gibt. Und andere quasi Attribute der sogenannten Selbstherrschaft, das Recht geht vom Volk aus. Und die Verfassung garantiert einige Freiheiten eben und Rechte, aber auch Pflichten für Staatsbürger. Das ist so eine Bedeutung, also die Zentrale, das allgemeine Wahlrecht und eine gewisse Freiheiten. Aber unter Demokratie wird auch das politische Leben der Volksmassen im Gesamten, ja, verstanden. Also
die Parteien oder dass man Demonstrationen halten darf oder das Recht auf freie Meinungsäußerung, einfach das politische Leben an sich, nicht nur quasi die rechtliche Komponente, sondern einfach wie die Gesellschaft irgendwie miteinander debattiert und umgeht und demonstriert und ein Recht auf Streik und so weiter und so fort. In den letzten Monaten oder Jahren ist sehr stark quasi ein neuer Begriff aufgekommen, zwar die Auseinandersetzung zwischen der liberalen Demokratie und der illiberalen Demokratie. Wobei hier hauptsächlich Bezug irgendwie genommen wird auch auf die Funktionsweise des Staates. Also eine illiberalen Demokratie wird irgendwie, das ist zum Beispiel das, was Trump irgendwie tun möchte oder was Orban macht oder Sebastian Kurz in die Richtung, dass er die Instanzenzüge und die Gewaltenteilung des bürgerlichen Staates irgendwie nicht voll einhält. Aber man muss dazu sagen, es ist eine sehr, wie soll ich sagen, unehrliche Diskussion, weil in Wirklichkeit wird alles als illiberale Demokratie bezeichnet, die nicht völlig im Lager des westlichen Imperialismus sind. Das wird aber nicht so gesagt, also wer pro-russisch ist oder zu wenig hart irgendwie den Krieg gegen Russland irgendwie unterstützt, gilt als illiberale Demokratie. Und wir haben das mitgekriegt, im Zuge dieser illiberale Demokratie, eben Außenfeinde, Russland, aber auch muslimische Migranten, die mit fundamentalistischen Gedanken gut kommen und so. Und unter diesem Schlagwort der illiberalen Demokratie und der Abwehr der illiberalen Demokratie werden wirklich die wildesten Sachen irgendwie debattiert. Zum Beispiel ein ernsthafter Artikel in dieser Woche in der Standard, ob man die FPÖ verbieten soll, die wahrscheinlich die stärkste Partei wird. Also man sieht alles was, das zeigt auch an, dass es eine Spaltung innerhalb der Bürgerlichen selbst gibt. Das heißt, diese Demokratie ist wirklich in einer Krise. Und nicht zuletzt deshalb, weil die herrschende Klasse, weil die Kapitalisten extrem gespalten sind in ihren Perspektiven, wie sie mit der permanenten Krise des Kapitalismus, wie die am besten bewältigt werden soll. Das heißt, ein sehr stark umstrittener, nicht scharf umrissener Begriff, der selbst quasi ins Zentrum der Debatte steht. Und das wird ein sehr, sehr großer Faktor werden bei den österreichischen Wahlen, dass alle aufgerufen werden, quasi die Demokratie zu retten. Und das wird auch nach den Wahlen ein zentrales Argument sein, dass man jedwelche Regierung ohne Kickel akzeptieren muss. Also eine Regierung, die Krieg, Sozialabbau und so weiter macht, Hauptsache es ist irgendwie nicht der Herbert Kickl drin. Ne? Unter dem Schlagwort irgendwie der Rettung und der Verteidigung der Demokratie. In historischer Perspektive, aber fassen wir das ein bisschen irgendwie historischer. Der russische Revolutionär Leo Trotzki hat eine sehr interessante Beobachtung gemacht. Er hat gesagt, die Demokratie im 19. Jahrhundert, also historisch, war eigentlich dort am stärksten, wo die Klassendifferenzierung am wenigsten ausgeprägt war. Also wo es breite Mittelschichten gibt. Und umgekehrt, jetzt wo die Klassenpolarisierung und die Polarisierung in der Gesellschaft im Allgemeinen steigt, ist es kein Wunder, dass diese Demokratie an sich in eine Krise gerät und umstritten wird. Was sind eigentlich die Beispiele, die der Trotzki genannt hat? Er nennt zwar hauptsächlich das einerseits ist die USA, die er sagt, das ist eigentlich eine föderative Farmerrepublik. Wir werden dieses Wahlsystem sehen mit diesem Wahlmännersystem und so, und die Wahlen finden am Dienstag statt. Also es kommt wirklich daher, dass halt die Bauern irgendwie zwei Tage mit dem Pferd zur nächsten Wahlstation geritten sind und so. Und New Frontiers, es gibt immer Raum, die gesellschaftlichen Probleme zu lösen, dadurch, dass man halt die Indianer vertreibt und neues Land in Besitz nimmt. Und das zweite Land, ein Vorzeigeland der klassischen Demokratie, die Schweiz, wo ein starkes Bündnis eines großen städtischen Kleinbürgertums
mit einer sehr konservativen Bauernschaft war, wo es einfach keine starken, auch in diesem Land, keine starken Klassengegensätze gegeben hat. So, es gab viel Demokratie, also gesellschaftliches Erleben, weil es im Sinne der herrschenden Klasse wirklich stabile gesellschaftliche Verhältnisse waren. Aber das ist durch den Imperialismus sehr, sehr stark anders worden weltweit. Und das ist auch eben das Grundproblem, warum die Demokratie heute quasi in der Krise ist, dass es keine ruhigen Mittelschichten mehr gibt, dass alles ruhig ist in der Gesellschaft, sondern dass die Gesellschaft sich irgendwie enorm polarisiert. Und die wichtigste demokratische Institution ist das Parlament. Und das ist eine durch und durch bürgerliche Institution. Ich glaube, wir lernen alle in der Schule, das Parlament ist das Resultat der bürgerlichen Revolution, oder? Frankreich und die 1848er Revolution im deutschsprachigen Raum und so weiter. Und tatsächlich ist das Parlament die klassische Form der bürgerlichen Machtausübung. Und zwar das Bürgertum als aufstrebende Klasse, weil davor hat der Adel geherrscht, als aufstrebende Klasse, hat zwei Sachen irgendwie gebraucht. Einerseits eine Institution, die als Gegenmacht gegen den Adel fungiert, der einfach aus Erb, also die Macht und Reichtum einfach tradiert hat und dem einen göttlichen Charakter gegeben hat. Das heißt, sie brauchen eine Institution, wo sie dem entgegenhalten. Und zweitens, sie brauchen die Bürgerlichen, oder die Kapitalisten brauchen einen Ausschuss, um die gemeinsamen Interessen zu koordinieren, beziehungsweise Interessensgegensätze auszudiskutieren. Das betrifft die Finanzierung des Staates, welche Form der Steuern und so weiter und Außenpolitik. Das waren so die wichtigsten Sachen. Es ist irgendwie wichtig zu verstehen, dass das allgemeine Wahlrecht, was uns für heute komplett normal ist, immer von den Volksmassen durchgesetzt worden ist. In den bürgerlichen Parlamenten, sowohl 1848 als auch in der Französischen Revolution, gab es zuerst kein allgemeines Wahlrecht. Es war wirklich die Institution der Besitzbürger. Das allgemeine Wahlrecht in Frankreich wurde erst 1792 durchgesetzt, nach einem neuen Aufstand des Pariser Proletariats, der Sturm auf die Tuilerien. Und das heutige allgemeine Wahlrecht in Österreich ist auch das Resultat von zwei Revolutionen. Erstens von der 1905er Revolution in Russland, die zu Unruhe in der österreichischen Arbeiterbewegung geführt hat, wo dann 1907 das allgemeine Wahlrecht für Männer erlaubt wurde und die reformistische Führung der Sozialdemokratie hat den Kampf dann abgebrochen, gesagt, wir verzichten aufs Frauenwahlrecht. Und das allgemeine Wahlrecht inklusive von Frauen, also das wahrhaft allgemeine Wahlrecht, ist im Zuge der 1918er Revolution durchgesetzt worden. Also es ist immer so, dass das, was für uns heute so normal ist und das Parlament war immer der Ausdruck von allen und so, das ist in Wirklichkeit immer eine Konsequenz der Klassenkämpfe gewesen. Das ist immer erstritten worden. Aber wir müssen auch verstehen, quasi in die Zukunft schauen, jeder Versuch, dass man diesen bürgerlichen Rahmen dieser Institution hinter sich lässt, dass man quasi den Sozialismus einfach nur durch eine Abstimmung, dass man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass im österreichischen Parlament es eine Mehrheit gibt, die sagt, wir verstaatlichen alle ATX-Konzerne unter Kontrolle der Arbeiter. Ein solches Gesetz könnte eine Mehrheit kriegen, aber es kann durchs Parlament nicht durchgesetzt werden. Also das klassische Beispiel dafür ist Chile. Also es braucht immer den Druck der sozialen Bewegung, des Klassenkampfes, um wahrhaft quasi die Existenz der Bourgeoisie in Frage zu stellen. Also das Parlament fußt voll auf den bürgerlichen Eigentumsverhältnissen und falls es zufällig eine Mehrheit irgendwie gibt im Parlament, die was anderes beschließt, dann wird einfach das Parlament aufgelöst. Das ist ja die historische Erfahrung. Das ist für uns wichtig, dass wir das im Bewusstsein haben, auch wenn das all diese Fragen eigentlich gar nicht im
im Bewusstsein der allgemeinen Bevölkerung sind. Aber eben zusammenfassend, das allgemeine Wahlrecht wurde durchgesetzt und es ist eine vollkommen bürgerliche Institution, wo man die soziale Revolution, also die eine Bühne für die soziale Revolution sein kann, aber die soziale Revolution an sich irgendwie nicht, kann nicht per Gesetz irgendwie durchgesetzt werden. Und im Imperialismus ist das noch einmal sehr spezifisch. Der Imperialismus, so wie Lenin ihn analysiert hat, also die Entwicklung des Kapitalismus, der freien Konkurrenz hin zum Finanzkapital, übt auch enormen Druck auf diese demokratischen Institutionen aus. Der Lenin bringt es auf den Punkt in diesem berühmten Satz vom Imperialismus, wir haben es da hinten auf dem Buch drauf, das Finanzkapital will nicht Freiheit, sondern Herrschaft. Das ist irgendwie wichtig, das ist extrem wichtig und das kann im Widerspruch zur Demokratie stehen, beziehungsweise können die Verteidiger der liberalen Demokratie verwenden das sogar als Argument, um Wahlergebnisse umzudrehen. Das ist wirklich ziemlich extrem. Das schreibt der Standard irgendwie heute. Also ihr kriegt schon raus, was meine Lieblingshasszeitung ist. Sie schreiben, ein Trump-Sieg wird schrecklich oder vielleicht doch nicht so. Und dann sagen sie solche Sachen wie, sollte Donald Trump im November erneut zum US-Präsidenten gewählt werden, erwarten Beobachter unter anderem das Ende der Demokratie in den USA. Welche Kräfte Trump einbremsen könnten und welche Kräfte sind es? Die Finanzmärkte. Sie sagen, überhaupt könnte sich die Wirtschaft als Trumps Achillesferse erweisen. Der Schuldenstand der USA beträgt bereits 123% des Bruttoinlandsproduktes, eines der höchsten der Welt. Senkt Trump die Steuern weiter, rührt aber die großen Ausgabenblöcke, die Pensionsversicherung, die Social Security und die Krankenkassen nicht an, dann könnten Defizit und Schulden eine Höhe erreichen, die die Stabilität des Dollars und der Finanzmärkte gefährdet. Gegen die Macht der Anleihenmärkte ist selbst ein Möchtegern-Diktator im Weißen Haus machtlos. Und das gäbe den Demokraten die Chance, die Ära des Trumpismus bald wieder zu beenden. Es ist ja wirklich quasi, sie callen ihn, die großen Kapitalisten, demontiert diese Regierung über die Macht der Anleihenmärkte. Und das schwebt einfach über jeder ungenehmen Regierung, die dem Finanzkapital, die nicht das tut, was das Finanzkapital will. Also wir sehen, die tatsächliche Macht der Konzerne ist so groß, dass es wirklich in Wirklichkeit scheißegal ist, was bei Wahlen irgendwie rauskommt. Die wahre Macht liegt in der Ökonomie und sie können sich die Gesetzgebung quasi erzwingen durch die Macht des Marktes quasi. Und einige finden das sogar sehr gut, wie unser Hauptfighter für die Demokratie, der Standard. In den Worten von Trotzki. Er sagt, die kapitalistische Bourgeoisie kalkuliert. So, das denkt sich ein Kapitalist. Solange in meinen Händen der Grund und Boden, die Fabriken, Werke, Banken sind, solange ich die Zeitungen, Universitäten und Schulen beherrsche, solange, und dies ist die Hauptsache, in meinen Händen die Leitung der Armee liegt, solange wird der Apparat der Demokratie, wie ihr ihn auch immer umbauen mögt, meinem Willen untertan bleiben. Ich unterwerfe mir geistig das stumpfsinnige, konservative, willenlose Kleinbürgertum, wie es mir materiell untergeordnet ist. Ich unterdrücke es und werde seine Einbildungskraft durch die Macht meiner Gewinne, meiner Pläne und meiner Verbrechen bannen. In den Momenten seiner Unzufriedenheit werde ich Sicherheitsventile und Blitzableiter schaffen. Ich werde im nötigen Moment Oppositionsparteien schaffen, die morgen wieder verschwinden. Heute aber ihre Aufgabe dadurch gerecht werden, dass sie dem Kleinbürgertum die Möglichkeit geben, seine Empörung ohne Schaden für den Kapitalismus zum Ausdruck zu bringen. Ich werde die Volksmassen bei dem Regime der allgemeinen Schulpflicht an der Grenze der vollständigen Unwissenheit erhalten
und ihnen nicht erlauben, sich über die Stufe zu erheben, die meine Sachverständigen als ungefährlich und ungefährlich für die geistige Sklaverei ansehen werden. Ich werde die privilegierten oder rückständigen Schichten des Proletariats selbst demoralisieren, betrügen und einschüchtern. Durch die Gesamtheit all dieser Maßnahmen werde ich den Fortdruck der Arbeiterklasse nicht gestatten, das Bewusstsein der Mehrheit des Volkes zu beherrschen, solange die Unterdrückungs- und Einschüchterungswerkzeuge in meinen Händen bleiben werden. So, das ist irgendwie die Haltung der Konzerne zu Demokratie, zu Wahlen etc. Und es beschreibt wirklich da auf den Punkt, jedem fallen konkrete Beispiele ein, was mit dem einzelnen diesen Satz gemeint werden könnte. Und es ist wirklich interessant, Trotzki schreibt hier viel über das Kleinbürgertum und so, und es ist tatsächlich so, wenn man diese Sora, es gibt diesen Sora-Demokratie-Monitor in Österreich, und es ist tatsächlich so, je niedriger das Einkommen ist, desto weniger interessieren sich Menschen für Parlament, für Wahlen oder sehen sich repräsentiert im Parlament. Laut dieser letzten Sora-Studie ist es so, dass nur 16% des untersten Einkommensdrittels sich im österreichischen Parlament repräsentiert sehen. 16%. Und im mittleren und im oberen Einkommendrittel sind es dann über 50-60% oder so. Also es ist wirklich dieses quasi das Kleinbürgertum, das ist die Schicht, quasi die sich am meisten für Politik interessiert und Illusionen hat, dass sie durch ihre politische Tätigkeit und durch ihre Stimmen irgendwas irgendwie beeinflussen können. Und daher reden auch alle Parteien immer über die Mittelschichten und so. Und dieser Faktor ist in Österreich ziemlich groß, weil wir dürfen nicht vergessen, Politik ist wirklich auch ein Mega-Business. Also die Parteienförderung in Österreich, wir werden sicher für die nächsten Ausgaben genauere Zahlen aussuchen, aber es ist circa im Faktor zu Deutschland 1 zu 100. Also wenn in Deutschland 1 Euro Parteienförderung da ist, gibt es in Österreich 100 Euro pro Kopf, also pro Wähler. Also es ist in Österreich 10-mal höher, obwohl Österreich 10-mal kleiner ist. Genau. So. Hast du es, dass uns diese Wahlen irgendwie alle scheißegal sind und dass man einfach nur, wie zum Beispiel ein anarchistischer Delegierter zur zweiten Konferenz der Kommunistischen Internationale, als der Lenin gesagt hat, na, das Parlament ist wichtig und es ist eine wichtige Bühne irgendwie für uns Revolutionäre, hat er gesagt, ja, okay, aber man könnte, wenn das so ist, dann würde es ja doch genügen, dass man einfach Flugblätter von der Parlamentsbühne runterwirft und dann einen Artikel drüber schreibt. Und das ist nicht der Fall. Es ist so, wir müssen alle Faktoren wahrnehmen. Und Demokratie ist historisch nicht überwunden. Die Menschen sagen, also jeder zumindest sagt, Demokratie ist vielleicht keine gute Gesellschaftsform, aber die beste, die es bisher gegeben hat. Oder? Ich glaube, das sagen 99% der Menschen. Das heißt, obwohl das eine Fake-Demokratie ist, ist sie gar nicht irgendwie überwunden. Sie spielt eine wichtige Rolle und die wichtigste Institution ist eben das Parlament. Also es ist eine wichtige Frage zu dem, wie irgendwie Gesellschaft, in der Gesellschaft, zu der wir Stellung beziehen. Und die klassische Haltung hat eigentlich schon Marx entwickelt in der 1848er Revolution und auch in ihrer Niederlage. Die Haltung von Marx war, das Parlament gar nicht ignorieren, sondern, Marx hat ja eine Zeitung rausgegeben, wie wir den Funke, hat er die Neue Rheinische Zeitung rausgegeben. Und die Neue Rheinische Zeitung, wie Lenin sagt, die beste Arbeiterzeitung der Welt, hat enorm detailliert berichtet über Parlamentsdiskussionen, also in der Frankfurter Nationalversammlung. Und nicht nur während die berichtet, sondern diesen Kauderwelsch, den die Leute sagen, klare Worte, welche Interessen vertreten die und eine klare Kritik, vor allem der Linken im Parlament. Und sobald es irgendwie die Möglichkeit gegeben hat, ist es auch so, dass der Bund der Kommunisten einen Abgeordneten gehabt hat, 1849 in der Frankfurter Nationalversammlung, der Genosse Wolf. Und ich glaube, er hat genau eine Rede gehalten und schon am dritten Satz waren die Ordnungsrufe und er hat gesagt, das ist mir scheiße, weil er hat einfach nur er ist da hingegangen und hat einfach die herrschende Klasse und vor allem die Liberalen wirklich in Grund und Boden irgendwie diskutiert. Einfach das als
Bühne genommen, damit die Massen einen Einblick in die wahren Verhältnisse bekommen. Und das ist die grundlegende Haltung. Ja, wir joinen ja, dieses Parlament, aber nicht um dieses oder jene Gesetz durchzubringen, sondern um den Massen ein Verständnis zu geben über die Beschränktheit der verschiedenen politischen Strömungen, die hier präsentiert sind, und des Gremiums an sich. Und 1850, nach der Niederlage der Revolution, es war noch nicht voll die Reaktion, aber er hat die Position zu Wahlen formuliert in der Generaladresse, also in einer Diskussion des Bundes der Kommunisten. Und ich glaube, ich habe es gezeigt, mir das vorzulesen, aber was er dort sagt, ist, dass man auf jeden Fall Kandidaten aufstellen soll und dass man keine Angst vor Stimmenspaltung haben sollte. Er hat gesagt, es ist, weil es Zentrale ist, dass das kommunistische Agitatoren den Wahlkampf nützen, um dem Proletariat eine Einsicht in die Verhältnisse zu geben. Und wenn dadurch statt einem Demokraten ein Reaktionär ins Parlament kommt, ist es egal. Weil wichtig ist, die selbstständige Tätigkeit der Arbeiterklasse zu propagieren. Und in Wirklichkeit sind ja für diese Grundsätze immer noch die gleichen Grundsätze, die mit denen wir an Wahlen herangehen. Aber es gibt eine breite historische Debatte zu dem Thema. Ich brauche noch 10 Minuten. Okay. Breite historische Debatte zu dem Thema, insbesondere als die Kommunistische Internationale gegründet worden ist. Die Kommunistische Internationale wurde im Zuge der Russischen Revolution gegründet, 1919. Und es war in ganz Europa eine Revolution, aber nur in Russland konnte die Arbeiterklasse übernehmen, die Macht übernehmen, wegen den Bolschewiki. Und es sind enorm viele Kräfte in die Kommunistische Internationale hineingeströmt. Zum Beispiel die Mehrheit der italienischen sozialistischen Partei oder die Mehrheit der französischen sozialistischen Partei. Und es hat, nachdem dieser erste Rush auf die Macht nicht funktioniert, also nachdem die Arbeiterklasse die Macht in Westeuropa nicht übernommen hat, gab es eine sehr intensive Debatte, wie denn die Arbeiter zum Parlament und zu Wahlen stehen sollen. Das ist 1920 ist diese Debatte geführt worden, im zweiten Kommentarenkongress. Weil ihr müsst euch hier, und es waren ja zwei Fronten. Auf der einen Seite gab es die Linksradikalen, die gesagt haben, na, historisch gesehen ist das Parlament überwunden. Man sieht in Russland, dass nur auf Basis der Macht der Räte der Sozialismus erkämpft werden kann. Also Finger weg vom Parlament. Das war zum Beispiel die Position von der Mehrheit der deutschen Kommunisten. Die Position, die Italiener waren ja halb-halb. Bordiga war sehr links, aber es hat auch einen rechten Flügel gegeben. So, und auf der anderen Seite hat es aber auch eben die ehemaligen ehemaligen Sozialisten gegeben, die einfach wie früher einfach im Parlament quasi Reformen debattieren wollten und so. Das war quasi eine Zwei-Fronten-Diskussion, die Bolschewiki geführt haben. Gegen die Linksradikalen, die gesagt haben, das Parlament ist gar nichts, und die anderen, die einfach gemütliche parlamentarische Arbeit ja, die machen wollten. Und diese Debatten sind extrem interessant. Man findet sie im Internet. Oder man liest einfach den Linksradikalismus, wo diese Debatte auch. Also Lenin hat dieses Buch geschrieben in Vorbereitung dieser Diskussion. Und es sind einige Argumente, die uns heute irgendwie noch sehr, sehr helfen. Zum Beispiel Lenin argumentiert hier, dass man an das Parlament so herantreten soll wie an Gewerkschaften. Gewerkschaften führen auch nur Kämpfe, quasi auf Boden der Lohnsklaverei. Was heißt das? Gewerkschaften sind ja irgendwie hier und sie wollen die Arbeitszeit verkürzen oder einen höheren Lohn durchsetzen. Aber sie kämpfen ja irgendwie nicht
für die Überwindung der Lohnsklaverei an sich. Und er sagt, und natürlich ist es so, dass Kommunisten auch in den Gewerkschaften kämpfen, obwohl der Kampf in den Gewerkschaften limitiert ist von seinem Scope her. Und genauso sollten wir an das Parlament herantreten. Natürlich kann man über das Parlament nicht die Konzerne enteignen, nicht den Sozialismus einführen. Aber es ist ein gesellschaftlicher Auseinandersetzungspunkt, der den Klassenkampf befördert, wenn kommunistische Abgeordnete hier zum Beispiel wettern gegen die Bankenrettung oder gegen das Sparpaket. Natürlich ist das eine interessante Bühne, die man nutzen soll. Genauso wie man auch in den Gewerkschaften kämpft, damit die Arbeiterklasse praktische Fortschritte macht. So sollten wir an das Ganze herangehen. Also ein Kampf, so wir sollten es als Kampffeld wie jedes andere begreifen. Und natürlich, wenn wir ein DAKP gründen, stellt sich diese Frage auch für uns. Aber es ist so, eine revolutionäre Partei kann sich das Kampffeld aussuchen. Unsere Einschätzung ist, dass das nicht korrekt wäre, jetzt im Sommer über Leute anzusprechen, dass wir in allen neuen Bundesländern auf den Wahlzetteln irgendwie stehen und sagen, hey, magst du bitte für uns unterschreiben, dass wir irgendwie ins Parlament kommen? Wir wollen lieber Gespräche mit 5000 Leuten führen, nicht, dass sie für uns unterschreiben, sondern dass sie uns beitreten. Weil der Punkt ist, wir müssen irgendwie verstehen, es ist einfach eine Klassenauseinandersetzung, aber es gibt viele Klassenauseinandersetzungen und das zentrale Ziel, das wir jetzt haben, ist, dass wir 500 Genossen werden und nicht, wie soll ich sagen, 5000 Stimmen kriegen. Das heißt, es ist einfach eine Opportunitätsentscheidung. Und es gibt eine spezifische Sache, die ist auch noch wichtig. Im Gegensatz zu den anderen Ländern ist es so, dass der Linksreformismus in Österreich noch nicht hart abgetestet worden ist. Das ist wichtig. In Italien zum Beispiel gibt es keine kommunistische Partei. Die kommunistische Partei ist heute die demokratische Partei, die zentrale bürgerliche Partei. Die Stalinisten haben sich transformiert, bis sie eine bürgerliche Partei geworden sind. Oder die Niederlage von Syriza in Griechenland hat den Kampf verraten. Podemos, Ausdruck der Bewegung gegen die Sparpakete, so wie Syriza in Spanien, gibt's halt nicht mehr. Es ist alles irgendwie verglüht. Aber in Österreich ist es ein bisschen eine historische Latecomer. Im Zuge dessen, dass immer mehr Leute die Schnauze voll haben vom Kapitalismus, ist so, dass die KPÖ unverbraucht ist und dass bei den Europawahlen 10% der unter 30-Jährigen für die KPÖ gestimmt haben. Und sie ist nicht getestet. Und jetzt weiß ich nicht, wie groß der Enthusiasmus ist, KPÖ zu wählen. Ich vermute nicht allzu groß. Also wir lernen irgendwie solche Leute irgendwie kennen. Sie sagen, ja, ich wähle irgendwie KPÖ. Aber wenn man sich anschaut, die KPÖ, man hat nicht das Gefühl, dass die KPÖ enorm politischen Kraft gewinnt, oder? Ich weiß nicht, ob heute die KPÖ sichtbar war, zum Beispiel auf der Demonstration oder so. Ja, nein, eher nicht. Ja? Ja, die KPÖ selbst glaube ich nicht, aber die KJÖ. Die kommunistische Jugend war da, genau. Aber das ist ein interessanter Hinweis eben. Die KPÖ an sich, wenn man ihre Entwicklung anschaut, ihre ganze Politik ist nur darauf zugerichtet, Stimmen und Mandate in Gesetzgebungen zu bekommen. Sie versucht sich nicht als Kampfpartei aufzubauen, sondern als Wahlmaschinerie für den Steirischen Landtag, für den Salzburger Landtag, für das Parlament. Da sind vor allem die Wiener dahinter, die unbedingt in so eine Institution wollen, und zwar in erster Linie, um diese ganzen Fördergelder irgendwie zu bekommen. Sie sagen sie intern ganz offen. Aber unsere Analyse ist, was die Arbeiterklasse tatsächlich braucht, ist eine Kampfpartei. Nicht nur eine Partei, die Stimmen irgendwie einsammelt, um dann irgendwas irgendwie damit im Parlament zu tun, sondern wir brauchen eine Partei, die kämpft auf ideologischer Ebene, auf politischer Ebene, auf gewerkschaftlicher Ebene und die eine revolutionär-kommunistische Partei in diesen Kämpfen irgendwie aufbaut. Und das will die KPÖ nicht tun, bewiesenermaßen nicht tun.
Wir können uns an zwei Sachen irgendwie festmachen. Sie sagen gar nichts zu Palästina, sie halten wirklich irgendwie die Klappe irgendwie dazu. Warum? Damit sie die guten Beziehungen zu den Liberalen irgendwie nicht brechen. Und sie sagen gar nichts zu dem grassierenden Rassismus in Österreich. Niente, aus purem Opportunismus. Sie glauben, es genügt, als Kommunist zu sagen, wir sind nicht korrupt, wir geben die Mehrheit unseres Geldes irgendwie her für karitative Projekte. Wir schreiben im Editorial drüber. Sie sagen, eine kommunistische Partei braucht einen Gebrauchswert. Und der Gebrauchswert liegt darin, dass wir nicht korrupt sind und einen Teil dieser Korruptionsgelder zurückgeben. Aber wir sagen, wir brauchen keine Caritas. Kommunismus ist nicht Caritas. Kommunismus ist eine Kampfpartei. Und es ist einfach bewiesenermaßen so, dass die KPÖ keine Kampfpartei aufbauen möchte. Aber, das heißt, das ist, glaube ich, schon bewiesen. Aber es ist sinnlos, eine sektierische Divide aufzubauen. Wir sagen, wenn wir sie ins Parlament, es sind zwar nur Soft-Kommunisten und wir sind die harten Kommunisten, organisier dich bei uns und wählen sie. Und dann werden wir sehen, was bei den nächsten, übernächsten Wahlen der Fall ist, wie sich das politisch weiterentwickelt. Es ist klar, die Zukunft geht in unsere Richtung. Nicht in Richtung, wie man es gemütlich einrichtet in den Parlamenten, sondern in Richtung eines Zuspitzung des Klassenkampfs. Und das ist ja natürlich die Hauptorientierung, nachdem wir uns politisch aufbauen.